Herzlich willkommen im Kulturverein Das andere Haus in Saukern. Wir sind ein Verein, wir beschäftigen uns damit, Dinge selber zu machen und das Wissen dazu, wie man das selber macht, irgendwie zu bewahren und zu erhalten und eben an die Menschen weiterzugeben. Wir machen verschiedene Sachen, wir machen mittelalterliche Bundschuhe zum Beispiel. Bei uns kann man sich seine Seifen selbst sieden, keltische Flechtmuster zeichnen, indianische Flöten bauen, Rasseln bauen. Ja, verschiedene Workshops, die man dann auch auf unserer Homepage nachlesen kann, immer wieder eine aktuelle Terminübersicht. Wir beschäftigen uns auch mit intuitiver Musik. Wir haben einmal im Monat einen Trommelabend, wo man zuhören kann, mitmachen kann, je nach Lust und Laune. Wir reisen von der Monotonie zur Melodie. Ja, grüß Gott, hallo, grüß euch. Mein Name ist Daniela Amsüß. Ich habe die Ursula kennengelernt bei einem Traumfängerkurs. Bin eigentlich draufgekommen, dass das genau meins ist. Habe das privat zu Hause daneben auch probiert. Und bin draufgekommen, dass man diese Traumfänger auch mit Energie versehen kann. Das heißt, das Besondere an meinen Traumfängern ist, dass sie eine bestimmte Energie haben, die sie dann dem Käufer, mit dem sie den Käufer begleiten sollen. Die Überraschung ist, das erfährt man immer erst da, man wird angezogen von dem Traumfänger, er gefällt einem, man kauft ihn und dann bekommt man erst den Brief dazu und da wird aufgeschlüsselt, welche Energie drinnen steckt. Ja, hallo, mein Name ist Harald Bartl. Ich beschäftige mich da im Kulturverein Das andere Haus unter anderem mit die keltischen Flechtmuster, was ihr da im Hintergrund seht. Ja, wie bin ich da dazugekommen? Das habe ich mal im Internet gesehen und habe mich dann näher mit dem Ganzen beschäftigt und bin da bei dann hängen geblieben, sage ich mal, und es ist eine sehr meditative Angelegenheit, diese Knoten, die verflochten sind und doch immer denselben Weg haben, zu zeichnen und zu entwerfen. Ja, weiters beschäftige ich mich mit Trommelbau, spiele Didgeridoos, spiele indianische Flöte, mache Rasselbau, arbeite auch mit den Liedern mit. Ja, das mache ich da. Ich mache hier im anderen Haus zum Beispiel mittelalterliche Bundschuhe, ich arbeite gerne mit Leder. Das sind Schuhe wie Barfußlaufen, man spürt den Erdboden, man hat immer Verbindung nach unten. Ja, mit denen bin ich im Sommer immer unterwegs. Aus den Resten, die beim Schuhmachen überbleiben, mache ich zum Beispiel Lederschmuck. Was ich noch ganz gerne mache, ich mache Seife. Verschiedene bunte Seifen. Ja, Naturseife, weil man weiß, mit was man sich wascht, keine Chemie drinnen, alles nur selbst gemacht. Ja, und ein weiteres meiner Lieblingssachen sind Rasseln zu bauen aus Rohhaut. Das sind sehr traditionelle Teile, aus Rohhaut genäht, gefüllt mit Edelsteinen, Samen und sonstigen. Ja, und ansonsten, ich mache gerne Musik. Hallo, mein Name ist Kathi und die Malerei ist meine Passion. Ich male eigentlich schon seitdem, dass ich einen Bleistift halten kann. Und mein persönlicher Stil ist fantastischer Realismus bis surreal. Mache aber im künstlerischen Bereich alles, was anfällt. Außer Porträts. Also die Porträts ist mir zu schwierig. Das ist nicht meines. Und lebe schon seit 22 Jahren jetzt im Waldviertel. Und habe mich eigentlich nie ganz von der Malerei getrennt. Habe doch immer wieder andere Arten, fremde Arbeiten für mich gemacht. Aber habe mich nie ganz getrennt von der Malerei und will mich jetzt in letzter Zeit immer mehr eigentlich, ja. Bin 54, bin in meinem letzten Lebensdrittel und das gehört mir. Und das gestalte jetzt so, wie ich mag, eben künstlerisch und fantasievoll. Ja, wir möchten euch noch besonders einladen zu unseren monatlichen Monomelo-Trommelabenden. Das heißt, wir trommeln von der Monotonie zur Melodie. Mitmachen kann auch jeder, ob er trommeln kann oder nicht, ob er ein Instrument hat oder nicht. Einfach herkommen, mitmachen oder auch nur gerne zum Zuhören vorbeikommen. Ja, unsere ganzen Workshops sind auch ab 2 Personen jederzeit gerne buchbar. Das heißt, du rufst uns einfach an, kannst herkommen, wir machen das dann. Nachzulesen alles auf unserer Homepage, da gibt es die weiteren Informationen.